Meine Damen und Herren, ich melde mich aus dem Strom des Geburtstagsgeschehens mit dem kleinen Altar für meine Tochter Johanna, die nur schon ganze 8 Jahre alt ist. Ne? Am 3. Dezember hat sie Geburtstag. Und so sind wir mit Leon, dem sagenhaften Löwen, ja, gegangen in die Wälder, um den Geburtstag zu feiern und haben ihr Geschenke gemacht. Also als erstes, ne? Die Johanna, schön, solche Stiefelchen, bim, bam, da sind die Zwerge neidisch geworden. Überall kamen sie aus den tiefen Löchern im Walde und wir wollen auch solche Schuhe, wir wollen auch solche Schuhe. Es sind Spezialanfertigungen von großen Großmüttern, gestrickt von den Feen, von den Nornen, von den Schicksalsgöttinnen. Stimmt das, Leon? Naja, das stimmt alles. Cool. Aha. Und dann haben wir ja eine kleine Börse gegeben, wenn sie nämlich uns dann besucht und mit uns in die Berge geht und in den Hütten, in den Schuhen zu weilen und zu wandern, dann braucht sie die Kohle, nicht wahr? Da braucht sie ein Täschchen und in die Handschuhe, damit sie nicht kalt wird, ne? So, und ein Büchlein, ein Heftchen, ein Tagebuch, wo sie das alles eintragen kann. Und so ein Geburtstag. Hihi, hat nicht jede Tochter. Bom, 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 das noch steht. Pumpa, Lumpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9 noch nicht. 8 warte. 8 Jahre ist die Johanna. Was sollte? Ciao.